Und schon wieder zurück bei Drakensang am Fluss der Zeit. Und jetzt wollte ich hier vorne zwischen die Statuen gehen, um möglichst effektvoll in die neue Folge zu starten. Und was ist, da kommen mir drei Gegner entgegengesprungen. Das ist ja ungeheuerlich. Ihr seht, ich bin schon ein bisschen vorbereitet, habe die Zauber wieder gewirkt. Ich habe mir auch die Freiheit genommen, zwischenzeitlich nochmal durch die gesamte Ruine durchzulaufen, in der Hoffnung, noch ein paar Fässer oder Vasen zu finden, die ich eventuell vergessen hatte. Denn ich habe gelesen, dass ich da wohl relativ zügig durchgegangen bin und da wohl die ein oder andere Münze vergessen hatte. Also das habe ich jetzt schon mal gemacht, mich vorbereitet, alles nochmal durchgesucht, sodass wir jetzt getrost auch hier hingehen können. Da habe ich gedacht, naja, könnten wir hier irgendwie mit so einem Gesicht rangezoomt in die Folge starten, aber nein, die Skelette wollen das nicht. Also werden wir uns den Skeletten auch widmen, mit entsprechender Aufmerksamkeit ein Andergaster ins Gesicht. Die übliche Begrüßung. Im andergastlichen Landen. Wo läuft ihr hin? Hä? Was ist denn mit ihm? Die Statuen sind von starker Magie erfüllt. Was? Ich sehe eine erzdämonische Prägung. So, die Untoten deuten auf Tat. Wir sollten sie zerstören. Die Statuen? Okay, so viel dazu, dass ich mit einem wunderschönen Blick auf diese Statuen ins Spiel starte. Anscheinend dürfen wir das nicht. Da fällt die erste schon runter. Also der erste Arm zumindest. Meine Güte, was ist denn... Oh, da kommt... Ach so, hier kommen dann immer Skelette raus. So, ich verstehe. Dann widmen wir uns... Angriff! Oh, ein schwer gerüstetes Skelett. Ich will die Sachen haben von dem Skelett. Ich will die Sachen haben! Komm, bleib mal hier bei der einen Statue. Die müssen wir zuerst platt machen, dann nehmen wir die zweite auseinander. Oh ja, da kommt schon das nächste Skelett raus. Aber warte mal, wenn wir jetzt hier diese Statue nochmal schnell, bevor wir jetzt uns jetzt dem Skelett widmen, dann ist sie nämlich schon mal putt. Und dann kann die nichts mehr... So, 50 Abenteuerpunkte. Hui, Kuano hat Stufe 8 erreicht. Da bin ich ja sehr stolz auf ihn. So, und jetzt... Ach, guck mal, hier ist noch ein Skelett. Was trägt denn der für eine Waffe? Jö, was? Ja, ich weiß, dass... Ich weiß doch, dass ein Kampf ist. Ich weiß es doch. Ja, ich... Hör mal. Willst du mich veralbern? Wie oft wollte mir denn jetzt zeigen, dass ein Kampf ist? Was ist denn los mit dem Spiel? So, hier machen wir das Gleiche. Er spart sich jetzt mal ein bisschen Astralenergie für eventuelle Balsam-Sala-Bundes. Obwohl ich jetzt glaube, hier werden nicht so viele Skelette mehr rauskommen. Da hinten wird wahrscheinlich nichts mehr rauskommen. Und hier nur noch ein Ärmchen. Ah, da ist es wieder soweit. Kommen noch mehr? Kommen da hinten auch welche? Nö. Nur der hier. Also die beiden. Mit zwei Skeletten werden wir locker fertig. Wie machen die Skelette diese Geräusche? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Wie machen Skelette... Ja? Also mit welchem Organ? Wie saugen sie die Luft dafür ein? Das, naja, vielleicht frage ich auch schon wieder zu viel nach Logik. Das ist auch eine Möglichkeit. So, ja. Glück gehabt. Der Druide hat sie manipuliert. Vermutlich zum Zwecke seiner Experimente. Naja, höchstwahrscheinlich zum Zwecke seiner Experimente. Deswegen steht er wahrscheinlich auch schon wieder da hinten parat, um mit uns zu reden und uns irgendwelche neuen Aufträge zu geben. Ach ja, ich fühle mich wie ein Hamster im, wie eine Ratte im Labyrinth. Genau so, nicht wie ein Hamster im Labyrinth. Ich glaube, ein Hamster im Labyrinth steht einfach nur rum und guckt doof in die Gegend. Höchst imposant, wie sich der Einfluss der dämonoiden Manifestationen auf die Angstrezeption auswirkte, nicht wahr? Fast alle denkenden Wesen in der Region waren betroffen. Boah, zum Glück Arnwulf nicht, das ist gut. Habt ihr den schwarzen Amazonen weiß gemacht, sie würden hier unten ihre dunkle Göttin finden? Die angeblich so furchtlosen Damen wurden lediglich Opfer ihrer eigenen Gier und Verblendung. Mein Beitrag war gering. Aber wie ich auch schon in den Kommentaren gelesen habe, ist das gar nicht so schlimm um die Amazonen, weil das irgendwie... Warte, jetzt muss ich mich erinnern, war das Belkalel-Anhänger oder so? Irgendwas Dämonisches. Die waren schon irgendwelche... Das waren ganz böse Frauen. So, das müssen wir mal festhalten. Willkommen in Aventurien. Die Gruppe besteht aus Männern, die gegen böse Frauen kämpfen. Die verblendeten Kriegerinnen haben die Elfenwachen kaltblütig ermordet. Nun sind sie selbst tot. Nach dem Scheitern von Versuchsgruppe 1 werde ich mit Interesse eure Konfrontation mit dem Dämon verfolgen. Und natürlich die Entscheidung, die ihr bezüglich der Siegelsteine treffen werdet. Ja, super.
Ihr könnt mich verfolgen, so viel ihr wollt, solange ihr mich nicht vom Heilmittel für meinen Freund abhaltet, den ich vielleicht dreimal gesprochen habe und ansonsten nicht kenne, der hauptsächlich mit meinen Begleitern zu tun hat, aber den ich trotzdem als Freund bezeichne, denn in Andergast schließt mir sehr schnell Freundschaft. Ich werde euch sogar helfen, eure Schritte recht zu lenken. Das Heilmittel, welches ihr sucht, hat sein ehemaliger Besitzer wohlweislich an einem Ort verborgen, der nicht ohne weiteres zugänglich ist. Es befindet sich in der Halle der Anrufung unterhalb des Beschwörungskreises. Allerdings müsst ihr das Pentagramm aktivieren, um an das Theriak zu gelangen. Dies wiederum wird den Dämon herbeizwingen. Ja, das sind ja großartige Aussichten. Ich werde das Biest schon besiegen. Nun haltet mich nicht länger auf. Es ist sehr zuversichtlich, der gute Armwolf. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Attributo Potestas! Attributo Potestas! Attributo Potestas! Armatrutz! Er kann gar nicht so schnell zaubern, wie wir hier. Das ist ja großartig. So, alle sind wieder vorbereitet. Unser elementarer Diener lebt noch ein bisschen, deswegen habe ich jetzt mal keinen neuen beschworen. Und wo sind wir jetzt hier? Das gefällt mir schon mal gar nicht. Ich höre Steine bröckeln. Oder sind das Skelette? Sind das die schabenden Knochen der ehemaligen Bewohner dieser Städte? Die Bosparaner. Wie viel ist über die Bosparaner eigentlich bekannt? Ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen über die Bosparaner, aber so richtig viel, also ja, so, dass sie im Grunde die frühzeitlichen Römer waren, also so ähnlich wie die Römer. Aber so richtig viel habe ich da jetzt noch nicht rausgefunden. Oh Gott, was ist hier? Bitte, hier auf der anderen Seite kommt man auch die Treppe runter. Steht da auch eine Vase? Das möchte ich gerne mal gerade nachschauen. Ja. Seltene Münze. Na, sieh mal eine an. Und genau die sollte ich mitnehmen. Und die, das hat doch schon geblinkt hier oben. Ey, jetzt komm, erzähl mir doch nichts. Die kommen doch hier runter, wenn ich da reingehe, oder? Das ist... Das ist irgendwie wässrig. Oh nein. Es ist ein Es ist ein Rätsel. Was? Es ist ein Rätsel. Das hätte man auch so sehen können. Hier diese... Sind bestimmt da hinten auch neben den Türen, oder? Okay, lesen wir erstmal das Rätsel. Anweisung zur Erforschung der Siegel. Wir wollen uns nicht zufrieden geben mit der Art, in welcher das dämonische Wesen uns in der dritten Sphäre begegnet. Denn so wie es rufen, entspringe es seiner Form in unserem Geiste, mit den Fähigkeiten, die wir für es erdenken und ihm anbefehlen. Über was wir Kontrolle erlangen, soll uns keine Kraft entziehen, so dass es nicht Kontrolle über uns erlange. So streben wir permanent zu binden, was uns dienen soll. Wir müssen kennen, was wir beherrschen und uns schützen vor Macht, die unsere eigene übersteigt, so dass sie sich nicht gegen uns wende. Von jeder Macht, welche wir einem Daimon verleihen, muss zuvor sichergestellt sein, dass wir sie mögen unterdrücken mit einer permanenten magischen Installation. Nach derzeitigem Stand der Forschung unserer Gemeinschaft ist der Daimon innerhalb des Bannkreises zu belassen, um ihn mit Hilfe von Dero 5 Siegelsteinen schwächen zu können. Längerfristig ist Ziel der Forschung der arkanen Siegel in Form einer magischen Fessel anzubringen, um den kontrollierten Wirkungsgrad des Dämons zu erhöhen und für dahin die Erschaffung weiterer Siegel. Zu diesem Zwecke sei die Forschung an den Siegelsteinen in gesonderten Laboratorien in den Nebenräumen unserer Forschungsebene fortzusetzen und, wenn erforderlich, durch entsprechende Schutzmaßnahmen verschlossen zu halten. Das heißt, wir müssen in die Nebenräume gehen, dort die Siegelsteine suchen. Wasserspeier. Ja, wir müssen die Siegelsteine suchen, wenn wir sie alle gefunden haben, dann können wir eventuell uns mit dem Daimon anlegen. Sobald wir alle Siegelsteine haben. Ich verstehe. Oh, Moment mal. Habe ich ja gerade richtig gesehen? Wie groß ist das denn hier noch? Heiliger! Heiliger Bimbam. Also mit so einem riesen Dungeon habe ich es nicht gerechnet. Aber gut, ne? So ein Spiel besteht ja durchaus auch mal aus Dungeons und nicht nur aus irgendwelchen Städten, in denen man rumläuft oder irgendwelchen kleinen, naja, kleinen Gegenden wie so der Elfenwald oder das Jagdrevier, wo man dann so ein bisschen was zu tun hat, aber ansonsten, oh, da waren wieder seltene Münzen mit dabei, aber ansonsten halt nicht so viel zu tun ist.
dass hier Dungeons mit drin sind, also richtig große Dungeons, das war zu erwarten, aber jetzt bin ich doch ein bisschen überrascht, dass wir schon mitten in einem drin sind. Ich hätte gedacht, wir finden jetzt hier eine alte Ruine, da gehen wir ein bisschen durch, so eine Ebene, töten ein paar Amazonen, sprechen mit dem Druiden und töten einen Dämon. Das war jetzt so das Standard-Abenteuer, das ich vor Augen hatte. Vor Augen? Ich sage jetzt immer nur noch, statt I sage ich jetzt nur noch Y. Ah ja. Ich verstehe. Naja, das macht absolut Sinn, eine Geheimtür dahin zu bauen, obwohl wahrscheinlich war die andere Tür da hinten auch vorher mal eine Geheimtür, die aber wahrscheinlich schon irgendjemand, der vor mir hier drin gewesen ist, eventuell geöffnet hat. Das würde bedeuten, wir müssen... Da! Verbreitete Ansicht, der Gühle gäbe es erst seit den Magierkriegen, muss augenscheinlich korrigiert werden. Die enorme Zahl lässt sogar darauf schließen, dass die Kreaturen sich fortpflanzen können. Tja, dann lass uns doch mal den Fortpflanzungsmechanismus der Kreaturen untersuchen. Oh nein, hier sind bestimmt überall Fallen, ey. Die große Freude des Lebens. Vorgemacht auf Stufe 8 erreicht. Wir müssen gleich ganz dringend die Waffenfertigkeiten hochstufen, weil das wird uns schon mal einen großen Schritt weiterhelfen. Oh, die sind aber ein bisschen kibitzig hier, wenn ich das richtig sehe. Ja. Hör mal, was ist denn los mit euch? Bitte? Blitz dich, Find. Ja, komm, wir sparen uns das erstmal auf. Ja, ich habe wieder die alte Taktik nicht eingehalten, weil ich aber auch dachte, dass die nicht so schwer sind. Normalerweise alle auf einen, das kennen wir ja schon. So, und jetzt aber alle auf einen. Jetzt ist auch nur noch einer da, ne? Jetzt klappt die Taktik wieder. Moment, da fällt mir ein, ich habe die Skelette da oben gar nicht geplündert. Aber die hatten wahrscheinlich eh wieder nur ein paar alte Knochen mit dabei. Lagen die überhaupt noch da rum? Das bin ich sicher. Sind die despawned? Das könnte sein. Ja. Ja. Mach mal die Falle da weg. Im Bestfall, indem du reinläufst. Nö, hat's geschafft. Können wir auch stolz auf ihn sein. Hätte man auch sehen können. Ohne. Ach nee. Ach, oh nee, Moment. Wahrscheinlich sieht man das tatsächlich erst, wenn wirklich auch die Sinnesschärfe funktioniert hat. Dann sieht man diese Sachen im Boden. Das könnte sein. Hier habe ich noch was vergessen. 9 alte Bronzemünzen. Die gute alte Bronze. Mit B-R-O-N-K-Z-E. Bronze. Hier sind noch mehr Gargoyles. Na komm. Ach. Ja? Falle entdeckt? Ah, ja. Ja. Ja, wie vermutet, hier ist alles voller Fallen. Ja, da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Ich habe doch die Schatten gesehen, Leute. Oder? Ich wollte mich jetzt veralbern. Ich habe doch gesehen, wie die Schatten hier rumgeflogen sind. Die wollen mich verarschen. Na gut, dann eben nicht. Aber es sind noch genug da. Ja, wer kommt denn da? Ja, wer kommt denn da? Sind es ein paar Gargoyles? Ja. Und schon fangen sie an, rumzukreichen. Bei denen weiß man, wobei, auch da frage ich mich wieder. Wie machen die denn ihre Geräusche? Ich dachte, die bestehen aus Stein. Oh, die kommen aber ziemlich viele hier angerannt. Was er hat, nehmt dann mal den hier vor. Der in der Mitte steht. Wendet euch eurem Nächsten zu und nehmt ihn in eure Mitte, um ihm eure Liebe zuteil werden zu lassen mit einem Andergaste in des Gesichte. Könnte auch in so einem Buch stehen, oder? So ein Bibelvers. Guter alter Bibelvers. Ach hier, der ist ja noch gar nicht platt. Ja, okay. Ich war wieder unkonzentriert, ne? Weil ich mich wieder auf Bibelverse konzentriert habe, statt auf Kuanos. Kuanos, tut mir leid. Du bist gestorben, weil die Bibel in dem Augenblick wichtiger war. Und, aber zum Glück habe ich ja die Kommentare gelesen. Und werde jetzt einfach... Was? Aha. Und werde jetzt einfach mal geflissentlich ignorieren, dass ich kritische Wunden mit einem Zauber regenerieren kann. Werde jetzt stattdessen einfach 7-mal versuchen, das mit Verbänden zu heilen. Weil ich einfach nicht weiß, ob der Balsam Salabunde denn auch eine kritische Wunde heilt. Ja. Mache ich nur, damit sich jemand wieder ärgern kann. So, wie war das? War das der Reskindere? Ich glaube, das war der Reskindere, oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Statusveränderung, steinschlafend. Oder in Ruhe. Restuzio oder Reskindere? Einer von den beiden war das. Wir probieren jetzt einfach mal beide aus. So.
Oh, auf 8. Nicht schlecht. Ah, fehlgeschlagen. Ja, wahrscheinlich, weil er zu hochstufig ist. Und weil ich ihn nicht gelernt habe, oder? Das könnte unter anderem daran liegen. Ja, sieh mal einer an. Wobei doch, ich habe doch beide. Was soll denn das? Ich habe leider den genauen Text des Kommentars vergessen. Das ist das Problem. Das kann ich schon mal gar nicht anwenden. So. Sag mal. Oder kann er das nicht anwenden, weil einfach nichts vorliegt? Das könnte natürlich auch sein. Ja, ja. Ich. Welcher Zauber war das noch gleich? Jetzt müsste ich nachgucken in den. Ach, halt eine kritische Wunde. Ich bin ja auch doof. Ruhe, Ruhe, Körper, Ruhe, Geist war's. Oh Mann. Ja, ja. Wie fehlgeschlagen. Ruhe, Körper. So, ist das nicht schön. Jetzt kann er sich ein bisschen ausruhen. So, und wir haben was Magisches gefunden, habe ich gerade gesehen. Was ist denn das gewesen hier? Identifizieren. Es ist steinerner Streitkolben und er macht die steinerne Waffe eines Wasserspeiers. Sie ist von der seltsamen Magie der Wesen durchzogen und bricht trotz ihrer dünnen Form nicht so leicht. 2W plus 1. Jo, ganz nett, aber jetzt auch nicht unbedingt. Die Ogerkeule wäre im Zweifel besser, aber ich glaube, das ist eine Zweihandwaffe. So, aber können wir gut verkaufen. Ich glaube, wenn wir hier rauskommen, werden wir einiges an Geld zur Verfügung haben. Dann werden wir uns mal, was neue Rüstungen betrifft, umsehen. Da stehen noch mehr. Da stehen noch mehr. Ach, guck mal, eine Vase. Da stehen noch mehr Wasserspeier. Ich will sie alle töten. Aber bevor ich das jetzt mache, ist mir gerade wieder eingefallen. Brüt. Oh. Ja. Okay. So, er ist ja aggressiv ausgerichtet. Ja. Bei ihm können wir auch Fechtwaffen hochsetzen. Aha. Und bei ihm leider nichts. Das ist okay. Sonst noch irgendwas? Wir könnten theoretisch. Ja, wie gesagt, das hier, ne? Das ist immer noch so eine Sache, die mich brennend interessieren würde, ob es denn wirklich Sinn macht, da über 20 hinaus zu steigern oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Na? Schmieden werden wir sowieso noch irgendwann steigern müssen. Was ich mit ihm auf jeden Fall steigern müsste, wäre die Sinnesschärfe. Weil er war ja prädestiniert dafür, ne? Oh, 15, oder? Ah, das ist aber schon arg. Das ist schon arg. Dann kann er wieder keine Zauber mehr lernen. Oh, Sinnesschärfe 5 bringt aber nicht viel. Hat er auch schon. Ja. Dann lasse ich es erstmal sein und warte, bis wir im Bestfall die nächsten Zauber gefunden haben, die wir lernen können. Und entscheide dann, ob ich mit ihm die Sinnesschärfe hochbusche. Wir können ja anscheinend Fallen auch so entschärfen, indem wir einfach reinlaufen. Das haben wir jetzt auch schon gemerkt. So, wo sind wir hier? Saal der Zusammenkunft. Aha. Wer kommt denn hier zusammen? Die Gargülen? Achso, ich sollte mich wieder. Ne, ich hab's wieder vergessen. Ich sollte mich ganz dringend wieder vorbereiten. Nicht, dass das in Vergessenheit gerät. Attributo Potestas! Attributo Potestas! Der überschlägt sich ja bei seinen Zauberformeln. So, wo sind wir jetzt? Siehst du? Schon habe ich die Falle wieder entschärft. Ich bin einfach so gut im Fallen entschärfen. Gut, er brennt jetzt halt ein bisschen vor sich hin, aber wer noch nie in seinem Leben gebrannt hat, der weiß einfach nicht, wie. Der weiß einfach nicht, wie schön das sein kann, wenn es im Winter, ne, denkst du dir, Mensch, es ist so kalt draußen, mal so richtig schön in Flammen stehen. Das wäre jetzt was. Ja, das war das Feuerelementar. Das übrigens auch immer damit klarkommt, dass es brennt, ne? Also da sollten wir uns ein Beispiel am Feuerelementar nehmen und einfach nicht drüber meckern, sondern. Oh, da läuft noch einer rum. Der wusste jetzt gerade nicht, wo er hin sollte. Und habt ihr das gesehen? Der hat den Magier angegriffen, aber null. Und das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass die. Das ist schon wieder eine Waffe. Das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass die Attacke von den Gargülen um 4 reduziert wird. Und. Schon wieder. Das ist super. Ich will ganz viele von denen umbringen, weil. Obwohl, wenn wir dann wahrscheinlich in Nadoret sind und das Ding verkaufen wollen, dann ist es wieder nur zwei Silberstücke wert oder so, weil es einfach nutzlos ist. Aber meine Hoffnung stirbt ja zuletzt. Was ist das? Steinerne Stachelkeule. Die steinerne Waffe eines Wasserspeiers ist mit Spitzen besetzt. Sie ist von der seltsamen Magie dieser Wesen durchzogen und bricht trotz ihrer dünnen Form nicht so leicht. Ja, das Übliche, ne? Also alles Verkaufsware, genauso wie die Ogerkeule. So,
Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte einen magischen Diener beschwören. Und dann wollten wir weitergehen. Habe ich irgendwas vergessen in dem Raum? Nee. Sieht alles gut aus. Wer baut denn so eine Säule? Hör mal, den Architekten hier müssen wir aber auch mal zusammenschlagen. Was ist denn los mit dem? Wer baut denn hier so eine Säule vor der Tür? Kann ich ausrasten. Das ist ja nicht mehr normal. Huch, was ist das? Ah, mein Handy hat geklingelt. Oh, ich habe eine Falle entschärft. Boah, ohne hinzugucken. Ich bin so gut. Ich weiß, Fallen... Ich habe schon wieder eine Falle entschärft. Ich weiß, Fallen entschärfen bringt ja auch Erfahrungspunkte, glaube ich, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Ist entschärft. Ja. Ist alles entschärft. Alles gut. Balsam, ich muss die Sinnesschärfe erhöhen. Das würde ich aber wirklich gerne mit Jakon machen, weil er einfach die Attribute dazu hat. Und deswegen, aber ich weiß halt nicht, ob ich es jetzt schon ausgeben soll. Natürlich ist hier unten alles voller Fallen. Aber ich muss mit ihm auch noch ganz viele Zauber lernen. Oh, 10 alte Bronzemünzen. Ho. Ja, keine Falle dran, ich bin empört. Teil eines Rezeptes, hey! Und die Fusse, stimmt, die Rezepte habe ich ganz vergessen. Wir müssen ja noch Teile eines Rezeptes finden und wir müssen noch... Bitte? Wir müssen noch Knochen von der Rondra Tussi-Priesterin finden. So. Rezeptteil 4 von 5, dann fehlt nur noch 5 von 5. Vom Spruche möge sein schwierig, denn zu weben die arkane Kraft mag nicht leicht sein. Man verbinde Gardiano und die Stabilis der Psyche auf folgende Art mit dem zuvor Akkuratum mit Zaubernadel gewobenem Stoffe. Schon allein diese kurze Passage des ersten lesbaren Satzes lässt erahnen, dass viele lange Studien nötig sind, um nicht nur die arkanen Sprüche, sondern auch ihr Zusammenwirken zu entwirren. Es scheint, dass ein weiterer Teil des Rezeptes fehlt. Ja gut, das habe ich jetzt auch verstanden. Sonst noch irgendwas hier drin? Nicht, dass ich sehen würde, nee. Oder? Nee, nichts mehr hier drin. Na gut, dann fehlt nur noch ein Rezeptteil. Aber was uns eigentlich fehlt, sind ganz viele Siegelsteine, wenn ich da recht in der Annahme gehe. Geht weg. Komm mal hier rüber. So, und jetzt versuchen wir sie hier an der Tür abzufangen. Ah, sie können trotzdem alle mit reinkommen in den Kampf. Ja, ich sag nichts dazu. Zumindest die Skelette da hinten haben wir, glaube ich, hinter uns gelassen, oder? Weil ich hatte da Skelette auf uns zurennen sehen, aber ich glaube, die sind nicht mit hier hingekommen. Die haben sich dann doch dazu entschieden, da hinten auf uns zu warten. Das finde ich gut. So, nette Skelette. Nette Skelette. Ach, der ist ja noch gar nicht. Das ist ganz furchtbar mit mir. Da habe ich wieder anderes im Kopf und dann ist wieder nette Skelette viel wichtiger als der nächste Gargoyle. Ja, ich weiß, Sonderfertigkeiten einsetzen und so, ne? Das ist schon... Sie... Jetzt weiß ich wieder, wo ich den Mann kenne. In Havena war er Hofwissenschaftler meines Namensvetters Kuano Ubenai. Vor zwei Götterläufen sein Labor abbrannte und... Es hieß, er sei tot. Aha. Ah, ist was rausgefunden über den guten Mann. Hier liegt doch noch... Na, jetzt gib mir Sachen. Den Siegelstein habe ich schon so bekommen, ne? Also der ist quasi direkt in mein Inventar gehüpft. Ja. Noch mehr unidentifizierte Waffen. Das ist nett, aber jetzt gerade nicht von großer Bedeutung. Hier ist noch einer. Und noch einer. Ja. Sehr schön. Ist noch irgendwas hier? Da! Da ist noch einer. Habe ich mir noch gedacht. Hat auch noch eine magische Waffe. Hätte ich fast liegen lassen. So, und jetzt, wo sind die Skelette, die eben noch hier... Da ist so noch ein Schatten von so einem Wasserspeier. Wo sind die Skelette, die eben noch hier entlang gerannt kamen? Haben die sich in Luft aufgelöst? Ja. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Moment, jetzt kann ich mir gerade prüfen. Er hat 671, Falle entschärft, 671. Nee, das gibt tatsächlich keine. Ist nicht so wie in der Nordland-Trilogie, wo ja Schlösser knacken und Fallen entschärfen
auch nochmal extra Erfahrung gegeben hat, dann ist es gar nicht so schlimm, wenn wir die Fallen durch pures Betreten entschärfen. Dann muss ich mich da nicht drum sorgen. Also ich hätte wirklich die Sorge, dass wir da einfach AP verlieren. Oh nein, noch ein Buch. Diese Bücher. Überall diese Bücher. Armwulf, lieber Vasen kaputtschlagen, statt Bücher lesen. So. Jetzt Armwulf, keine Wahl mehr. Huch. Was ist denn hier los? Oh, ist der... Ich muss mein Handy wieder auf lautlos schalten. Kleiner Augenblick. So. Meine Güte. Da will man einmal aufnehmen. Siegel der Abwehr. Auf dass du deinen Daimon kannst führen, zu bewachen dich vor Schaden deiner Gegner, soll er nun gestärkt in seiner Fähigkeit, schnell und stark zu parieren, jeden Hieb oder aufzufangen. Jeden Hieb oder aufzufangen? Achso, parieren jeden. Ach, falsche Betonung. Soll er nun gestärkt in seiner Fähigkeit, schnell und stark zu parieren, jeden Hieb oder aufzufangen mit seinem manifestierten Leibe zu deinem Schutze? Wünschest du aber seine Vernichtung, so aktiviere dieses Siegel. Es ist vollkommen. Aha, also das Siegel wird wahrscheinlich, also meiner Vermutung nach, seine Abwehr komplett vernichten. Gegenüber normalen Hieben und Schlägen, die er dann nicht mehr parieren kann oder mit seiner Rüstung. Oder mit seiner Rüstung abfängt. Mhm. Sonst war hier wirklich nichts. Nur eine Beschreibung zum Siegel und, naja gut, schon relativ viel. Also Schätze haben wir jetzt auch gefunden hier, aber, na gut. Dann auf ins Gefecht. Ja, das meine ich hier. Guck dir das mal an. Das ist doch zum Erbrechen. Kannst du bitte mal hier die Karte aufdecken? Ja, hier. Ich bin hier gewesen. Hier ist doch nichts mehr. Wieso deckt er denn nicht den kompletten Raum auf? Das ist wirklich ärgerlich. Also das ist jetzt nicht ärgerlich, dass man es nicht spielen könnte oder so, aber... Ja, sowas hier, das fuchst mich immer massiv, wenn ich sehe... Geht's da oben vielleicht? Geht's hier vielleicht noch weiter? Bin ich hier gar nicht hingelaufen? Ja, muss ich jetzt einfach Vertrauen in mich selbst haben. Ist ja auch eine wichtige Angelegenheit heutzutage. Du musst Vertrauen in dich selbst haben, dass du die gesamte Karte aufgedeckt hast. Auch wenn die Karte gar nicht aufgedeckt ist. Sagte der Architekt, der eine Säule vor die Tür baute. Boah. Ja, nee, sag ich nichts zu. Jetzt weiß ich, warum die Bosparaner untergegangen sind. Sie wurden bestimmt von einer feindlichen Armee bedroht. Dann hatten sie eine riesige Kaserne, wo ihre Elite-Soldaten drin waren. Das Problem ist nur, die Elite-Soldaten kamen nicht raus, weil vor der Tür stand so eine riesige, fette Säule. Tja, und dann haben sie halt ihr Reich verloren. So passieren Dinge, das kann schon mal vorkommen. So, da drüben geht's noch irgendwo weiter, habe ich gerade gesehen. Da ist noch ein Durchgang, genau. Jo, hab eine Falle entschärft. Armwulf ist echt gut in dem, was er tut. Was? Nö, ich habe überhaupt keine Angst vor Spinnen. Ist alles super. Da ist jemand vergiftet. Wo ist eigentlich mein Feuerelementar? Ich bin nicht vorbereitet. Alles ist super. Na gut, die Spinnen sind jetzt auch nicht das ultimative Böse. Oh. Seidendrüse. Wird das nicht mit Y geschrieben? Seidendrüse? Nee, offenbar nicht. Sind moderne Spinnen. Haben sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Haben keine Seidendrüsen mehr von Seitenbacher, sondern haben jetzt Seidendrüsen. Oh mein Gott! Ich Idiot! Bin ja überhaupt nicht vorbereitet da reingegangen. Ja, ja, klar, ne? Ist richtig. Attributo Potestas! Ismo! Wo ist mein Magier? Er ist ja gerade umgefallen. Ja, er ist gerade umgefallen. Super. Er ist aber auch umgefallen, glaube ich. Die sind alle umgefallen gerade. Das ist ja großartig. Steht mal wieder auf, Leute. Ja. Angriff! So. So geht man mit Riesenspinnen um.
Und wenn jetzt alle wieder stehen, dann ist auch wieder alles gut. Und dann kommen wir jetzt. Magie obsiegt, ja, sagte er, nachdem die Spinne von der Axt eines Zwergen in zwei gehauen wurde. Nein! Gerade bei der Smaragdspinne. Schade. Aber ich akzeptiere es jetzt mal so, wie es gekommen ist. Bin sicher, man hätte von der noch irgendwelche besonderen oder einfach nur mehrere Seidendrüsen. Ja. Von Seidenbacher. Zumindest, ich habe diese Werbung jetzt im Kopf. Ihr kennt die bestimmt auch. Oh, hat er eine Falle. Ja, Siegel des Fluchs und. Oh ja, ist großartig. Hat eine Falle entschärft, ist dabei, hat sich entschieden, mal ganz kurz sich auf den Boden zu legen, sich ein bisschen auszuruhen. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Da habe ich nichts dagegen. So, guck mal, alles gut. Alles wird gut, Kuano, alles wird gut. Balsam Salabunde. So, hätten wir das auch erledigt. Jetzt haben wir das Siegel gefunden. Da ist noch eine Falle, die können wir noch entschärfen. Dann haben wir schon zwei Siegel und ich glaube, es gibt ja nur vier Siegel, wenn ich da richtig informiert bin. Das bedeutet, wir nähern uns ganz drastisch. Oh, Feuermoos könnt ihr auch mal mitnehmen hier. Da habe ich eben auch in der Haupthalle noch Feuermoos gesehen. Das müsste ich auch mal mitnehmen, weil ich glaube, Feuermoos ist nicht allzu üblich oder allzu verbreitet. Hat er ja gesagt, von den selteneren Kräutern, die sollte ich dann im besten Fall auch direkt mitnehmen. Genauso wie dieser Krötenschemel hier, der auch in seiner Anzahl, ja, wenn man ihn nicht vernichtet, recht teuer werden kann. Siegel der Präsenz. Schreckt schon der bloße Anblick der Gestalt eines Daimons den Unwissenden, so verstärkt sich jener Effekt durch eine magisch gegebene Präsenz der unbändigen Zerstörungswut, der man sich kaum entziehen kann. In seiner Aura zu kämpfen heißt, die Waffe weniger festzuhalten, den Streich nur zögerlich zu führen und sich mit Gliedern taub vor Angst zu schützen versuchen. Natürliche Leiden betreffen den Daimon nicht, und so entmutigt den Gegner auch der Anblick einer Wunde, die nicht blutet. Das Siegel kann dem Daimon seine Präsenz nehmen, jedoch bleibt die furchterregende Gestalt. Überlegungen bestehen, dem Daimon zusätzlich ein harmloses Äußeres zu verleihen. Entsprechende Formeln sind in Arbeit. Zu diesem Zwecke kollaborieren wir derzeit mit dem Erschaffer des Siegels der Magie. So ungefähr stelle ich mir einen alten Bosparaner vor, wenn er vorliest. Also ich nehme mal an, er hat das so geschrieben, deswegen lese ich es auch so vor. Die Betonung liegt ja quasi in den Worten. Aha, Siegel des Fluches. Da für einen Daimon in der dritten Sphäre nicht alle Gesetze der Wissenschaft Anwendung finden, kann er viele Gegner durch übermenschliche Kraft und Geschwindigkeit übertrumpfen. Zusätzlich ist es uns gelungen, dem Daimon die Fähigkeit zu verleihen, dem Gegner mit seinem Geist schon vor seinem Tod einen Teil seiner Lebenskraft zu nehmen und ihn so müde und schwach in den Kampf gehen zu lassen. Dies Siegel kann den Effekt negieren. Noch nicht geklärt ist, was mit der verschwindenden Lebenskraft geschieht. Eine Kombination der Protoglyphen des Siegels der Kraft könnte diese Energie möglicherweise dem Daimon direkt zuführen. Ja, ich verstehe absolut überhaupt nichts. Aber ich will ja sowieso überhaupt keins von den Siegeln anwenden, weil ich will das Belohnungs... Ja, pro Siegel gibt es ja ein Set. Also pro Siegel bekommen wir Belohnungen. Und wenn wir ein Siegel verwenden, bekommen wir schon wieder eine Belohnung weniger. Ich glaube... Ich will das Belohnungsset. Und hoffentlich besteht das aus einer Ritterrüstung mit einer magischen Waffe. Kann ich mir eigentlich schwerer vorstellen, aber ich vermute mal, dass dieser alte Herr eventuell dann doch was Magisches in seinen Taschen hat. Das Spinnennest, ja super. Dass er eventuell doch was Magisches in seinen Taschen hat und das würde ich gerne haben. Und wenn das nicht freiwillig hergibt, dann muss ich ihn töten. Ja, gut. Aber jetzt machen wir erstmal eine ganz kurze Folgenpause. Ich sehe, wir sind schon wieder relativ weit drüber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.